Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario RPG mit mir, John McLeod, und auch mit Tamiko-chan im Alternate, nur dass ich jetzt wieder dran bin und mich aus Versehen gerade wieder schlafen gelegt habe, was wir ja schon gemacht haben. Ja, da bekommen wir nochmal eine Instruktion, was ihr auch bei Tammy gesehen habt zuletzt. Meine Fahne ist unter einer Holzblume, sagt der Creeper. Meine Fahne ist unter einem grünen Bett. Und meine Fahne ist zwischen O und E. Vergiss unsere Worte nicht. So, das ist anscheinend ein Quest, das wir jetzt erledigen sollen. Keine Ahnung, ob Neben- oder Hauptquest, aber ich mache einfach mal ein... Ich nehme mal an, es ist ein Hauptquest. Denn hier soll es ja einen Stern geben, den haben wir ja noch nicht. So, und Tammy hat sich noch nicht hier so großartig umgeschaut, das werde ich jetzt machen. Einfach Tür von Tür durchgehen. Was bist denn du? Hallo? Okay, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ist das normal? Ich glaube nicht, oder? Ist das wieder ein Bug? Ich dachte eigentlich, ich hätte, jetzt kann ich mich auf einmal wieder bewegen. Was war das? Keine Ahnung. Das Ding will ich nie wieder anfassen. Ich gehe mal drauf. Bringt mir auch nichts. Okay. Merkwürdig. Okay. Willkommen im Monster... in Monstrosstadt, wo viele unserer Art leben. Ich bin die Vermittler... die Vermieterin. Monstermama. Okay. Ein Stern? Ah, du willst unseren Stern sehen? Sie ist oben. Geh ruhig hinauf und sieh dir selbst an. Sie? Ich weiß nicht. Ja, Monstrosstadt, wie der Name schon sagt. Hier wohnen Bowsers besten Freunde. Aber sie sind momentan ja auch uns freundlich gesinnt, also was soll's. Oh. Ich bin um die ganze Welt gereist. Aber die seltsamste Person ist dieser alte Geizhals aus Rosendorf. Er ist wirklich komisch, aber es ist wert, ihn zu treffen. Geizhals aus Rosendorf? Hey, das ist aber nicht unser Stern, oder? Okay. Und wer bist du? Wenn du an den richtigen Stellen springst, erscheint eine Schatzkiste. Ist dir das schon mal passiert? Diese Schatzkisten sind als Überraschungskisten bekannt, weil sie aus dem Nichts auftauchen. Du denkst, du hast alle gefunden, aber es gibt immer noch 33. Hey, cool, hier kann man sich theoretisch perfektionieren, wenn man alle Kisten will. 33 Kisten fehlen noch. Ach du Jemine, aber die sind aber teilweise wirklich völlig gut versteckt, kommt mir so vor. Na gut, das hat ja jetzt nichts gebracht. Was meinst du? Ist unser Stern nicht bezaubernd? Sie ist auch so talentiert. Die Leute kommen von weit her, um sie zu sehen. Sternteil? Ich weiß von keinem. Du bist hierher gekommen, um einen Sternteil zu suchen? Das muss wirklich wichtig sein. Das ist der letzte Ort auf Erden. Wenn du es hier nicht findest, kann es nur noch oben sein. Okay. So, du willst also dorthin. Du bist ein offenes Buch. Okay. Ich sage dir, was du dazu tun musst. Es gibt einen geheimen Weg in den Himmel. Im Bohnental. Aber um dorthin zu kommen, musst du die Klippe hinter der Küste hinauf. Da du so ein netter Kerl bist, stelle ich dir jemanden vor, der dir helfen kann. Sky Troopers, ich brauche euch. Okay. Ich dachte, ich sollte hier erstmal Fahnen suchen. Yeah, können wir rumfliegen oder was? Unsere Flugzeittruppe? 8,52 Sekunden, Sergeant. Oh Mann. Sky Troopers zur Stelle, Madame. Wir kommen 0,52 Sekunden spät. Entschuldigen Sie die Wartezeit. Immer noch so pingelig wegen euren Regeln und Vorschriften? Ihr braucht mich auch nicht mit dem Protokoll nerven. Ich habe eine Bitte an euch. Ja, Madame, wir tun alles für Zivilisten. Dieser Kerl möchte unbedingt zum Bohnental. Könntet ihr ihm über die Klippe helfen? Verstanden, Madame. Der Befehl lautet, Bart über die Klippen bringen. Bart? Das schaffen wir. Wir werden jetzt an der Klippe am Weltenende aufmarschieren. Troopers, Information. Okay. Wir haben abgehoben. Sie sind seltsam, aber vertrauenswürdig. Viel Glück bei deiner Suche. Oh Mann.
Okay, dann wissen wir ja, wo es eigentlich weitergeht, aber ich mache das mit den Fahnen noch. Wenn das mit den Fahnen überhaupt hier ist. Ach ja, in dieser Schlüssel, das habe ich bei Tamiko-chan gesehen, aber da komme ich jetzt noch nicht hoch. Dieser Schlüssel wollte doch jemand und dafür hätten wir einen Haufen Froschmünzen bekommen. Das will ich auch unbedingt nochmal nachgucken. Weil ihr wisst ja, ich und Froschmünzen, das ist ganz, ganz lecker, lecker, ham, ham. So, der Supersprung ist deine Spezialität. Diese multiplen Sprünge sind ziemlich erstaunlich. Ich hörte, dein Rekord für aufeinanderfolgende Sprünge liegt bei 1. Wie machst du das? Boah, 1 ist ja auch so. Springe mehr als 30 Mal auf einmal und ich gebe dir einen Preis. Ah ja. Das ist ja cool, dass die so Statistiken führen, aber diese Sprünge... Diese Sprünge kosten doch Blumenpunkte, oder meint der andere Sprünge? Es ist seltsam. Manchmal höre ich den Typ nebenan. Er murmelt immer etwas von Kristall dies und böses das. Ist ein Kristall, nicht eine Art leuchtender Stein oder sowas. Ich weiß, dass ich sowas schon mal gesehen habe. Ja. Du da. Gerüchten zufolge bist du ein recht bewandter Springer. Ja, aber das sind nur Gerüchte. Glaub mir, Mario kann gar nicht so toll springen. Also ein Sprungrekord. Wo soll ich denn den aufstellen? Im Kampf oder außerhalb des Kampfes? Keine Ahnung, was sie da jetzt genau meint. Versiegelt, okay. Da sind wir hergekommen, ne? Das ist... Ah! Da hat aber... Haben wir noch nicht gekauft, das machen wir jetzt. Was suchst du? Mal gucken, was du hast. Ein Morgenstern, das klingt doch schon mal gut. Einen Morgenstern kaufen wir einfach und Mutpanzer... Naja, super, da gibt es nur Zeug für Bowser, das war ja fast klar. Wir haben... Oh, wir brauchen Hilfe mehr auf, unbedingt. Energiesoda. Im Kampf zu erfrischen. Ja, holen wir mal. Sirup haben wir noch gar nicht. So. Ich denke, jetzt stehen wir wieder relativ gut da. Geldprobleme hat man in diesem Spiel ja wirklich nicht. Ja, Bowser. Bowser ausrüsten. Komme ich hier an Bowser ran? Ja. Dann bekommst du einen Morgenstern. Jawoll. Und einen Mutpanzer. Ich hoffe, die anderen bekommen auch mal was Neues. Das wäre ganz nett. So, was... Ihr seid ja wirklich süß. Wir möchten euch helfen. Bitte, bitte, können wir? Ah, ihr habt auch einen Shop. Oh, oh, was für ein Wahnsinn. Ich bin begeistert. Ich glaube, ihr könnt mir nicht helfen. Tut mir leid. Vielleicht hat der einen anderen... Nein, die haben alle den gleichen. Okay, aber es ist eine nette Geste, ich meine. Das werden mal ganz liebe Goombas. Denen werde ich auch garantiert nicht auf den Kopf treten. Da war das Bett, genau. Schlicht und einfach ein Bett. Mehr braucht man eigentlich nicht. Da ist noch eine Tür. Ich glaube, da war Tammy auch schon. Danke fürs Vorbeikommen, oder? Ah, da guck, da geht's raus. Ups. Ups, da geht's raus. Nochmal rein, bitte. Ich bin ja noch nicht fertig. Ich will diesen Schlüssel haben. Ah, da ist noch eine Tür. Ah ja, Checker ist das. Mein Sensei ist momentan weg, aber er kommt bald zurück. Nimmst du in der Zwischenzeit meine Herausforderung an? Ja. Toll, du weißt, dass ich es dir nicht leicht machen werde, oder? Ich weiß nicht. Okay, ein Kampf, ein optionaler Kampf. Terrorschlag. Übel. Aber er steht noch, was soll's. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass so ein klassischer One-in-One kommt, aber okay. Na, der Supersprung war jetzt mal gar nichts wert. HP-Regen bitte. Auf dich. So. Ja, okay, ich glaube, wir müssen uns da keinen Kummer machen, einfach hau drauf. Und der sollte schaffbar sein, wenn er nichts Neues macht. Ich bin gespannt, ob wir dafür was bekommen. Oder ob das einfach nur just for fun ist. Okay, jetzt muss ich Mario gleich heilen. Aber erst nochmal eine Attacke. Okay, er hält viel aus. Aber wir halten noch mehr aus. So, vielen Dank. Okay, passt. Alle zum Angriff.
Terra-Schlag schon wieder. Der ist ein bisschen fies. Aber das haut uns nicht um. Oh, schon wieder. Jetzt hätte ich gern so eine Heilung auf alle, aber das hat ja leider nur die Prinzessin. Könnten wir langsam wieder einwechseln. Naja, warten wir noch ein bisschen. Oder schauen wir mal das Level an, wie es aussieht. Ihr seid so stark. Das war ja zu erwarten. Mario, du bist ein Spitzenkämpfer. Du hast dich gut geschlagen für deine Unerfahrenheit, Checker. Sensei? Warst du die ganze Zeit hier? Du hast mein Ki oder KI? Ki, du hast mein Ki gefühlt, oder? Nicht schlecht für einen Neuling. Wie bitte? Das erinnert mich gerade an diese Trolle da mit diesen langen Haaren, wisst ihr? Wo es früher so oft gab. Dein Kampfstil ist nicht so idiotensicher, wie du denkst. Ich nehme Herausforderungen immer an. Oh oh. Okay, jetzt müssen wir gegen den wahren Maestro kämpfen. Ich glaube, davor werde ich mich erst noch heilen. Oh oh. Ein bisschen... Na, was ist denn jetzt los? Komm, falsche Taste mal wieder gedrückt. Das ist so, wenn man mehrere Spiele zockt, Leute, und auf der einen Taste ist da bestätigen, abbrechen, und beim anderen Spiel ist es genau andersrum. Oh, ich bin doch voll geheilt, was will ich denn? Okay, Leute, wir werden uns diesen Troll natürlich stellen. In der nächsten Folge, wenn sie da ist, Super Mario RPG. Bis dahin.